Hi, heute stelle ich einmal Schweizers Reagenz her, ein Stoff, mit dem man Zellulose auflösen kann. Der korrekte Name von Schweizers Reagenz ist eigentlich Tetraamin-Kupfer-2-Hydroxid. Entdeckt wurde dieser Komplex von Matthias Eduard Schweizer, deswegen auch Schweizers Reagenz. Wie genau Schweizers Reagenz eigentlich Zellulose löst und wie Zellulose eigentlich molekular aufgebaut ist, gibt es dann später während der Synthese. So, dann fangen wir doch mal an. Vorab wieder ein paar kleine Warnungen. Erstens zu den Chemikalien. Ammoniaklösung ist ätzend und umweltgefährdend. Kupfersalz im Allgemeinen, aber auch in unserem Fall Kupfersulfat, sind ätzend und umweltgefährdend und müssen speziell entsorgt werden. Zudem ist das Kupferhydroxid, was ich hier verwende, neben dem ätzend und umweltgefährdenden Eigenschaften auch noch giftig. Natronlauge, die ich hier benutze, ist auch ätzend und Schwefelsäure ist auch ätzend. Deswegen bitte aufpassen. Die hier gezeigten Versuche sind gefährlich und sollten nur von Personen mit Fachkenntnissen durchgeführt werden. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung der hier gezeigten Inhalte. Bitte solche Experimente nur nachmachen, wenn man auch für die fachgerechte Entsorgung der Chemikalien im Nachhinein garantieren kann. Um Schweizers Reagenz herzustellen, habe ich folgende Chemikalien benutzt: 8,6 ml 33%ige Natronlauge, 13 Gramm Kupfersulfat, 2 Gramm Baumwolle, man kann allerdings auch jede andere Zellulosequelle nehmen, muss halt dieselbe Masse haben, 40 ml Ammoniak, 25%ig, also Ammoniaklösung. 12 ml konzentrierte Schwefelsäure, die ich im Nachhinein mit 200 ml Wasser verdünne, und 40 ml Wasser, die ich am Anfang brauche, um das Kupfersulfat zu lösen. So, angefangen habe ich erstmal damit, das Kupfersulfat in den 40 ml Wasser zu lösen. Es hat ein bisschen gedauert und danach habe ich das Ganze nochmal gefiltert, weil mein Kupfersulfat nicht hundertprozentig rein ist. Hiernach habe ich dann die Ammoniaklösung zugegeben. Hier sieht man direkt, dass sich eine tiefblaue Farbe bildet. Das ist ein Kupfersulfat-Aminokomplex. Das ist allerdings nicht unser Schweizer Reagenz, das wollen wir nicht haben. Jetzt geben wir die 8,6 Milliliter Natronlauge hinzu. Hieraufhin sieht man direkt, dass es zu einem so grünlich-bläulichen Niederschlag kommt, der sich langsam leicht wieder löst. Leider hat sich in meinem Fall nicht alles gelöst und deswegen musste ich das Ganze nochmal filtern, aber danach hatten wir unsere tiefblaue Lösung. Was jetzt hiervor passiert ist, dass wir jetzt das Natriumhydroxid mit unserem Kupfersulfat reagieren lassen haben, worauf dann rein theoretisch Kupferhydroxid und Natriumsulfat entstehen sollte. Dieses Kupferhydroxid reagiert jetzt mit unserer Ammoniaklösung weiter zu unserem Schweizer Reagenz, beziehungsweise zu unserem Kupfer-Tetramin-Komplex. Allerdings hat es in meinem Fall nicht hundertprozentig geklappt. Ich habe jetzt versucht, hier die Baumwolle drin zu lösen, das hat aber relativ schlecht geklappt. Als ich dann später versucht habe, die Zellulose wieder auszufällen, war das Ergebnis relativ enttäuschend. Deswegen habe ich nochmal einen zweiten Ansatz probiert, weil es ja scheinbar bei mir, gerade bei der Kupferhydroxidsynthese, gescheitert ist. Für meinen zweiten Ansatz habe ich jetzt folgende Chemikalien gebraucht. Ich habe einfach direkt reines Kupferhydroxid genommen, in dem Fall 2 Gramm, wieder 2 Gramm Baumwolle und, wie man sieht, ein bisschen mehr Ammoniaklösung, nämlich 100 Milliliter 25%ige Ammoniaklösung. Und natürlich 150 Milliliter 10%ige Schwefelsäure. Wir wollen ja später schließlich auch unsere Zellulose wieder ausfällen. Was ich jetzt in dem Fall gemacht habe, ich gebe einfach direkt unsere 2 Gramm Kupferhydroxid in die Ammoniaklösung. Hierauf sieht man jetzt direkt eine tiefbläuliche Färbung und wie sich unser Kupferhydroxid langsam löst. Mit der Zeit verschwindet alles, es bleiben ein paar klitzekleine Stückchen zurück. Das sind dann wahrscheinlich Verschmutzungen oder ich habe einfach zu wenig Ammoniaklösung benutzt. Jetzt haben wir auch schon unsere Schweizer Reagenz fertig, unseren Kupfertetramin-Komplex. Und hier können wir jetzt direkt die Zellulose lösen. Das mache ich jetzt auch. Dafür gibt man die Zellulose, beziehungsweise in meinem Fall jetzt halt die Baumwolle, langsam in Stückchen dazu. Das Ganze löst sich ja auch relativ schnell, im Gegensatz zu meinem ersten Ansatz. An dieser Stelle erkläre ich jetzt nochmal genau, wie die Schweizer Reagenz eigentlich die Zellulose auflöst und was da auf molekularer Ebene passiert und wie die Zellulose eigentlich aussieht. So, was ist Zellulose eigentlich? Zellulose ist das häufigste Biomolekül auf der Welt, denn es kommt mit einem Massenanteil von 50% in allen pflanzlichen Zellwänden vor. Zellulose kennt man zum Beispiel in Baumwolle, Papier, Wollstrümpfen, alles Mögliche. Ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit normaler Wolle, denn die besteht nicht aus Zellulose. Zellulose ist aus chemischer Sicht ein lineares Polysaccharid, welches aus vielen tausenden Beta-Deglucosemolekülen besteht. Dabei sind die einzelnen Glucosemoleküle über eine Beta-1,4-glykosidische Bindung miteinander verlinkt. Eine solche glykosidische Bindung habe ich jetzt hier mal für euch rot markiert. Des Weiteren werden die einzelnen Zellulosestränge untereinander durch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindung gefestigt,
bzw. miteinander verbunden. Dadurch ist die Zellulose besonders reißfest und stabil. Lösen tut sich die Zellulose in normalen Flüssigkeiten nicht. Sonst würden sich ja auch zum Beispiel Papier oder Socken oder ähnliches einfach in Wasser auflösen. Lösen kann man Zellulose nur mit ein paar wenigen sehr starken Lösungsmitteln, zum Beispiel mit Dimethylacetamid oder Lithiumfluorid oder zum Beispiel auch, was relativ berühmt ist, zumindest an Universitäten, Dimethylsulfoxid. Ein etwas leichter herzustellendes Lösungsmittel für Zellulose ist Schweizers Reagenz, was wir auch hier machen. Jetzt ist die Frage, wie löst diese Schweizer Reagenz eigentlich die Zellulose? Das Ganze kann man sich wie bei einem Ligandentausch vorstellen. Wir haben unseren Kupfertetraminhydroxykomplex. Hierbei werden jetzt zwei Aminogruppen durch zwei Hydroxygruppen von der Zellulose ausgetauscht. Hierdurch lösen sich jetzt langsam die Wasserstoffbrückenbindungen aus und die zwei übrig gebliebenen Aminogruppen in unserem Kupferkomplex sorgen jetzt für eine noch bessere Löslichkeit der Zellulose. Dadurch wird sie zerstört. Das kann man jetzt hier in der Grafik auch nochmal relativ gut sehen. Natürlich ist der ganze Prozess auch reversibel und man löst die Zellulose ja nicht einfach nur zum Spaß, sondern industriell wird das Ganze genutzt, um sogenannte Kupferseide herzustellen. Denn die Zellulose, die entsteht, wenn wir jetzt sozusagen den Komplex wieder vernichten, das machen wir, indem wir das Ganze sauer machen, deswegen in unserem Fall die verdünnte Schwefelsäure. Dadurch wird der Komplex zerstört und unsere Zellulose fällt wieder auf. Die Struktur ist leicht anders als vorher und diese neu strukturierte Zellulose hat auch einen besonderen Namen, nämlich Regeneratzellulose. Diese Regeneratzellulose stelle ich jetzt einmal her. Dafür nehme ich mit einer Spritze etwas von unserer Schweizer Reagenz mit der gelösten Zellulose und gebe die nun langsam in unsere verdünnte Schwefelsäure. Hier sieht man direkt, wie sich lange Zellulosefäden ziehen. Das ist unsere Regeneratzellulose. Das Ganze ist erstmal bläulich, aber je länger man das in der Säure mischt, desto weißer wird es und man sieht die ursprüngliche Farbe der Zellulose wieder und unsere Schweizer Reagenz zersetzt sich komplett. Hierbei entsteht wieder Kupfersulfat und unsere Zellulose. In der Industrie benutzt man das Ganze, wie gesagt, um sogenannte Kupferseide herzustellen, also dünne Zellulosestränge. Ich habe jetzt mal versucht, einen dieser Stränge, den ich hier hergestellt habe, aufzufangen. Das hat allerdings bei mir nicht so gut geklappt, weil ich einfach zu wenig Zellulose verwendet habe und wir sozusagen eine zu geringe Dichte an Zellulose hatten, um wirklich stabile Stränge zu bilden. So, jetzt gibt es hier nochmal ein paar kleine Aufnahmen von mir, wie ich diese mit Zellulose gesättigte Schweizer Reagenz in Säure gebe. Ich finde, das Ganze sieht optisch relativ hübsch aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne. Bis zum nächsten Mal.